wie man am Titel schon erkennen kann, wurde ich mehr oder weniger rausgeschmissen. Also so im übertragenen Sinne. Es ist jetzt nicht so krass wie bei Johannes und bei Friedi gewesen, aber. Und zwar bin ich halt, oder habe ich ja gestern die Veranda gemacht und nicht ganz fertig geworden oder halt nicht, habe irgendwas anderes gemacht, weil Philipp wollte das eigentlich gar nicht mit den Streifen, aber pff. Auf jeden Fall meinte Rudy dann, als er mich heute hingefahren hat zum Fahrradladen, meinte er, ja, dass das nicht wirklich gut ist, wenn ich sozusagen einen bestimmten Auftrag bekomme und dann der nicht ausgeführt, sondern irgendwas anderes gemacht wird. Obwohl das eigentlich an ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten lag, aber. Und dann meinte er halt so, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir getrennte Wege gehen, also die Farm und ich. Und dann dachte ich mir im Hinterkopf so, oh nice, geil, da habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich habe die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen, weil es ist hier so viel zu tun. Und ich habe auch Phyllis vor 3 Wochen oder so gesagt, ich erst am 15. Frühestens abhaue und der ist ja jetzt noch nicht. Und dann denke ich mir immer so, ah ja, und dann, wenn ich jetzt hier gehe, dann geht hier alles halb den Bach runter, weil ich halt jetzt so schon so ewig lange hier bin. Und jetzt ist das eigentlich voll entspannt, weil ich sozusagen so ein offizielle, ja, kann es eigentlich auch mal gehen. Und dann habe ich mit Will, war nämlich im Laden, habe ich mit Will geredet und ich habe auch erstmal meinen ersten Gehaltscheck bekommen. Und ich kann mit ihm Vollzeit arbeiten und ich habe auch schon eine Wohnung und dann kann ich morgen richtig schön mich verpissen, richtig gut. Und dann habe ich mir so überlegt, so, ich müsste jetzt eigentlich mal so einen Zusammenschnitt von dem ganzen geilen Scheiß machen, den wir gemacht haben. Weil es waren jetzt 3 Monate und wir haben so geile Sachen gemacht. Also womit haben wir angefangen? Wir haben dieses ganze Holz einfach zusammengehauen mit Charlie noch zusammen, als Charlie noch da war. Dann kamen Lennart und Lars dazu, was einfach schon mal mega cool ist. Lennart hat sich dann relativ früh wieder verpisst und dann waren nur noch Lars und Charlie und dann haben wir einfach so mega das Holz abgestapelt. Dann haben wir diese Roadtrips gemacht, was war mal mega cool, weil das war auch noch in der Zeit, wo es eigentlich echt alles so geil war. Da haben wir diese Roadtrips spendiert bekommen, das war echt richtig cool. Wir waren einmal halb über Vancouver Island rüber, wir haben so viel mega geile Natur gesehen. Durch. Ja, also durch. 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 So, dann hat sich Charlie auch verpisst, ist zurück nach England geflogen. Und wir haben dann dieses ultra heftige Boot hinten, da wo das ganze Holz liegt, haben wir komplett auseinandergenommen. Das war einfach eine der coolsten Aktionen, die wir abgezogen haben. Haben dann eine Hütte gebaut für den einen Widder. Das habe ich jetzt nämlich gelernt. Das heißt nämlich Widder und nicht Bock. Bock ist nämlich für die Ziege. Ich google das aber nochmal. Nicht, dass ich hier irgendeine Scheiße erzähle. Das war auch richtig cool, weil wir einfach eine Hütte gebaut haben. So einfach von mit irgendeinem Holz, das da rumlag und einfach Dach drauf. Und das ist einfach super wunderschön geworden, das Ding. Danach ging es dann so ein bisschen den Bach runter, weil wir dann bestimmte Projekte gebaut haben, die nicht so gut waren. Ich habe jetzt auch letztens mal geguckt, Block Nummer 51 fing das an. Das war der erste Tag, wo es wirklich sozusagen anfing. So. Ja, dann gab es trotzdem noch ein paar coole Sachen. Wir haben dann unheimlich viel Feuerholz gemacht. Ja, und generelle Sachen. Kanada allgemein, einfach die Natur, einfach ultra krass. Dann die Hunde, mega, einfach, oh, so süß und oh, ah, nice. Und dann den ganzen Scheiß, den wir so gelernt haben, das ist echt, also ich habe erstmal, was Film angeht, mega viel gelernt. Ich habe, was Holzarbeiten angeht, mega viel gelernt, das meiste eigentlich von Lars, also hat jetzt die Farm jetzt nicht so viel dran zu tun. Dann ging es noch weiter den Bach runter, weil dann nämlich Johannes und Friedi kamen, da ist Phyllis dann komplett ausgetickt, so mit schlechter Laune, die wurden ja auch wie gesagt rausgeworfen und ja, jetzt bin ich dran, aber es ist mir egal und ich freue mich jetzt, dass ich einfach so einen neuen Abschnitt und ich kann dann ich kann jetzt schön arbeiten, ein bisschen Kohle verdienen. Ich hätte das eigentlich viel früher machen müssen, aber hätte, und wir gehen jetzt in den Pub.